guck mir mal die komischen grünen Ohren an. Deswegen heißt er auch Schimmel. Weil der schimmelt hinter den Ohren. Deswegen sind die schon ganz faul und oxidiert. Das ist echt ekelerregend. Aber solche Dinge passieren halt auch in der freien Welt der Naturpferde-Heil-Pferd-Gangs. Schimmel. Yeah. Was sage ich mit den anderen Horses? Moment, muss ich jetzt das hier nach Hohenhain komplett bringen und danach mit einem anderen hier losreiten und da steht genau da hinten wieder ein Pferd, was ich jetzt nicht gesehen habe. Wenn das passiert, dann spreng ich alles in die Luft. Von wem ist dieses Spiel? Ich habe leider irgendwie keine Verpackung. Aber es war bestimmt am Anfang, war das da. Dann könnte man danach gucken, welche Firma ich dann doch in die Luft jagen hoch muss. Hochjagen muss. Ah, okay, jetzt wechselt das hier auf Philippe. Und Philippe, ja, ich wusste es, dass es so ist. Oder jetzt soll ich wirklich dann nochmal nach hinten gucken? Ist da noch das andere Pferd? Aber warum hat denn das dann gerade Caroline nicht gesehen? Ich finde das gerade richtig hassenswert. Das ist richtig ekelerregend. Ah. Hass. Da kriegt man einen Hass. Ja, ja. Den Hass, den ich gar nicht richtig fasse. Mal schauen. Oh, jetzt habe ich das erste Mal gehört, dass dieses Wasser auch Animations hat. Da müsste ich eigentlich mal... Warte mal, geht es da rechts hier rum? Oder, nein, ich versuche es mal wieder darum. Wer weiß, wo das andere Hotte... Da vorne steht es. Ich habe schon gesichtet mit meinen Adlersaugen. Und das werde ich gleich mal hier mitnehmen. Ja, ist doch gut. Ich hab's gesehen, Fips. So. Braves Pferd. Braves Pferd. Braver Büllebüll. Junge, Junge. Das ist eine eigenartige Pferdefarbe. Ich meine, Philipp reitet schon auf so einem komischen gelblichen Eierpferd. Aber das ist orange. Das ist Karotte. Ich würde es zumindest so nennen. Gibt das die Farbe Karotte? Oh, ach, ich weiß nicht. Unser Wohnzimmer ist etwas trist. Streichen wir es doch in Karotte. Finde ich schon ein bisschen lustig. Sollte man auf jeden Fall machen. So Kartoffelgelb, Karottenrot, ne? Nicht so schöne Farben wie, oh, hier bräuchten wir ein bisschen Aprikot. Nein, das ist Karotte. Das klingt doch auch viel besser. Ja, ja. Apfel und so, ne? Apfel ist grün. Und so, das ist wie wenn man Eissorten so rät, ne? Was ist das? Dann weiß man mal Apfel, ja, das ist grün hier. Und das blaue ist Bubblegum, ne? Gut, jetzt das letzte Pferd. Auf Wildfang. Wildfang und Chris reiten. Da vorne steht das eh schon. Gucke mal, wie nahe wir daran waren. Ich wette, wenn wir zurück zum Stall kommen, sind alle Pferde da. Endlich habe ich das bis Pferd auf gefunden. Layla oder wie das weiße Pferd heißt. Guck mal, das ist ja noch mehr Karotte. Schön. Das ist ja Tomate schon fast. So sieht doch kein Pferd in echt aus. Tomate. Mein Gott. Er hat sie nicht nur entführt und freigelassen, sondern auch noch angestrichen. Mit roter Farbe. Guck mal, das Tomatenpferd aus der Hölle. Was ist denn los? Schau mal, auch an den Hufen hat es Tomate. So ein Pferd habe ich im Stall noch nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, er hat es an... Oder es ist voller Blut. Nein, ich weiß nicht. Es ist einfach Tomate. Guck dir das mal an, wie das aussieht. Das ist einfach dieselben Pferdemodelle. Random Farbe draufgeklatscht. Können wir jetzt? Hallo? Ja. Kommen die Pferde nicht mit, oder was? Ah ja, doch. Sie kommen alle mit. Gut, dann reiten wir jetzt quasi zu sechst. Also wir drei und die drei Geister. Also... Dann reiten wir quasi zu neunt. Drei Menschen und sechs Pferde. Das ist ja schon eine ganz schöne große Gruppe. Ich weiß nicht, ob dieser Weg für neun Lebewesen zugelassen ist. Da müssen wir den Atomschutzgegner fragen. Der hat was mit dem... Der hat bestimmt auch die Pferde freigelassen. Und wisst ihr warum? Weil... Der denkt, dass die Pferde eigentlich geheime Mitarbeiter eines illegalen Atombrennstabtransports sind.
Auf deren Rücken werden nämlich immer die alten Atommüllreste irgendwo in den Wald, ne, da werden die dann in so einen Dachsbau reingedümmelt. Und das möchte er vermeiden, weil er findet nämlich, dass Dachse durchaus Besseres verdient haben als Atommüll. Er wäre eher so für einen Biberhorst oder sowas. Da sollte man ihn eher lagern, weil es ja auch sicherer ist, weil das ja nur einen Unterwasserzugang hat. Da kommt der gemeine Terrorist, weil Wiesenterrorist ja nicht so schnell rein. In den Bau. Eine hervorragende Leistung. Alle Achtung! Ihr habt bewiesen, dass ihr wirklich reiten könnt. Sogar was hat denn mein das kleines damit Hähnchen zu tun? Kann das. Ich hab's ja immer gesagt. Schmiedchen und ich bringen die drei in den Stall. Hähnchen. Es laufen aber noch 4 Pferde frei auf Hohenhain herum. Die Polizei sperrt die Einfahrt zur Straße und 2 von euch sollten hier den Eingang zum Sandweg sperren. Am besten Caroline und Philipp. Chris, du treibst die letzten 4 Pferde dann hierher und Schmiedchen und ich nehmen sie dann in Empfang. Ja, ja. Abgemacht, Mama. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Komm, können wir jetzt mal... Ich würde gerne die Pferde zurücktreiben. Und zwar jetzt. Und zwar heute noch. Wo mag eins sein? Ich sehe noch keins, aber... Es sind 3, die sich hier irgendwo auf dem Platz befinden. Da vorne steht eins. Ein Fjordi, ja, das so sieht das aus. Okay, das kann ja auch... Da ist ein Pferd. Da ist ein Pferd. Läuft das von allein zurück? Muss ich dem folgen? Ja, ich muss es mitnehmen. Komm. Komm, los. Heute noch vielleicht. Wie wär's, wenn's recht ist, würde ich gerne heute dich noch irgendwie zurück zur Birte bringen. Pferd, du machst mir mein Leben schwer. Geht's noch? Vielleicht heute dann irgendwann mal zurück, du faules Tier. Ja, dahin, genau, schön, brav ist er. So, bis zur Birte, gell? Nicht weiter. Schön bis zur Birte. Da ist es. Klasse, Chris. Du hast ein Pferd hergetrieben. Ja, ich habe schon ein Pferd ordentlich hergetrieben. Das musst du doch nicht laden. Ach doch, ich muss jetzt das neue Pferd da hinstellen irgendwo. Ich verstehe. Juhu, noch einmal. Auf ein neues. Da, oh, da hinten steht die Polizei. Komm, wir checken das erstmal ab. Ich will das gerne Polizeiauto sehen. Da geht's also zur Straße. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Da stehen die Polizeigangster. Guck ich euch das mal an. Die Uniformierten mit den pinken Sitzen. Das sind 2 Ladies hier. Polizei. Ja. Richtig hübsches Auto. Sieht gar nicht verbeult aus. Ihr seht auch gar nicht verbeult aus. Naja. Wir holen dann mal das ein weiteres Hotte Hü. Da steht's. Guck mal. Mitkommen. Ich weiß, dir gefällt es hier draußen. Aber wir müssen dich zu Schmiedchen treiben, denn der hat Hunger. Und wenn Schmiedchen Hunger hat, dann will er Fleisch. Und deswegen kommt er abends immer, wenn die Mertens hier so ein Ding, ne? Diese habt ihr die bisher noch die Folge mit den ungekochten Würsten? Da, darauf steht er. Einfach das pure Fleisch, ne? Unbearbeitet, roh, grob. Und fleischig, blutig. Das mag Schmiedchen. Schmiedchen isst gern Schnittchen aus blutigem Flittchen. Das machst du wirklich gut, Chris. Gut. Eins haben wir noch. Last but not least. Das letzte Pferd. Wo ist es? Da hinten, die Polizei hat es nicht. Ich habe schon einen Blick gewagt. Da ist es. Ah, ein Tomatenpferd. So, schön um das Tomatenfeld herum. Guten Tag, Herr Tomate. Das war Nummer 2? Das ist 3. Kannst du nicht zählen? Warum sagt er 2? Warum sagt die 2? Das war doch jetzt das dritte. Will mich das Spiel verarschen? Das Spiel betrügt, das Spiel lügt. Und das Spiel kann ich an Mathe. Aber was erwarte ich? Es ist ein Pferdespiel. So, geradeaus. Toll, Chris. Du schaffst das. Ich hab doch schon alle.
Sie hat gesagt 3. Und ich habe 3. Und sie hat gerade gesagt 2. Ich hatte doch... Mann, ey. Ich habe doch schon so viel eingesammelt. Wie viele Pferde soll ich denn noch holen? Das kann ja wohl gar nicht sein hier. Wo ist denn da noch eins? Da. Aha. Geschafft. Hafi. Das war das vierte und letzte Pferd. Aha. Gut so. Ach, das ist Ischchen. Ich weiß nicht, sie hat irgendwas gesagt. Ich habe keinen Plan. Sie hat irgendwas gesagt. Oh, das ist der Fischchen. Das ist das vierte Pferd. Und ich dachte mir so, ja, das war wohl der Name des Pferdes, habe aber nicht zugehört und habe es nicht verstanden. Also wundert euch nicht, warum ich die Namen falsch aufsage. Ich weiß ihn einfach nicht. Ich kann ja auch nicht jeden Pferdenamen wissen. Ne? Das kann ich nicht. So. Schön weiter mit dir. Nein, nichts. Nein, 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 nein. Wir gehen schön hier den Weg entlang. Ich meine, sie hätten auch hierher kommen können, einfach sich hier hinstellen oder mitten auf den Hof. Statt da vorne sich dann die Ausfahrt zu stellen, aber ich würde auch lieber aufpassen, was Ron und Harry da hinten machen. Bevor das nur in die Hose geht. So. Links herum. Brav ist er. Und jetzt hier zu Schmidtchen. Du hast es geschafft, Chris. Ach, ich bin stolz auf dich. Dankeschön. Da freuen sie sich alle. Vor allem im Hintergrund, die Kameraden. Klasse, Chris, wie du das geschafft hast. Du bist echt die beste Reiterin, die ich kenne. Ach, Quatsch. Finde ich auch, Chris. Absolute Oberklasse. Los, wir reiten auch zum Stall. Gut, dann auf zum... Wow. Guck mal, was denn für eine Geschwindigkeit hier. Hier, Dings. Miaum. Schnell zum Stall. Da, wo die Bullen sind. Ja, das sagte ich Bullen. Ich meine natürlich die Polizeibeamten. Rein in den Stall. Bin ich jetzt auf der falschen Seite? Muss ich jetzt auf rüber? Ja. Manchmal verstehe ich dieses Spiel nicht. Erst muss ich auf die eine Seite vom Stall. Dann muss ich auf die andere Seite vom Stall. Ah, weil da die anderen beiden sind. Chris, bitte sage noch dem Polizisten Bescheid, dass sie nicht mehr die Einfahrt sperren müssen. Schmidtchen zählt zur Sicherheit noch einmal alle Pferde durch. Okay. Sollte ich vielleicht erst warten, bis Schmidtchen fertig gezählt hat? Ich denke schon. So, es wird langsam ernst. Die Gefahr droht. Ich habe keine Ahnung, was sie machen. Ach, ich glaube, ich muss hier rein, oder? Nein, muss ich nicht. Die Polizisten, ach so, klar, die Polizisten muss ich Bescheid geben, dass sie, dass da noch was, irgendwie was ist. Da muss ich auf jeden Fall den Polizisten Bescheid geben. Ich habe leider vergessen, was. Das ist noch nicht so lange her, aber ich habe es vergessen. Hallo zusammen. Wir haben alle Pferde eingefangen. Mhm. Gut. Wir kommen dann zum Stall und reden mit deiner Mutter. Reite schon mal vor. Ja, redet mal mit meiner Mutter, das ist, glaube ich, besser. Wie die anderen da auch rumlungern. Ich will auch mit Polizisten angucken. Der blöde Fips. Schau, weil sie, Caroline, ist hier geblieben, ganz brav. Aber der Fips muss unbedingt mitkommen. Du Spack, ich hasse dich. Ich hasse ihn wirklich sehr. Die Polizisten kommen gleich hierher, Mama. Schmidtchen ist aber kein Polizist. Er sieht schnell aus wie ein Lokführer. Wir müssen Leila suchen. Die weiße Stute ist weg. Wir haben sie noch nicht gefunden. Sie muss in Gefahr sein. Leila fehlt. Sie ist doch verletzt. Und vielleicht fohlt sie auch noch. Oh nein. Wir müssen sie suchen und so schnell wie möglich finden. Ja, die Polizei muss auch mitkommen. Sie bleibt mit Caroline hier auf Hohenhain und passt mit Mumpitz auf den Stall auf. Okay. Philipp kann mit mir und den Polizisten die Straße abfahren. Ja. Chris, bitte suche die restliche Umgebung nach Leila ab. Ganz alleine? Hey Chris, nimm besser dein Handy mit. Ja. Man weiß ja nie. Die Mutter fährt zusammen mit Fips und den Polizisten an der sicheren Straße, ja. Und Chris muss alleine in den Wald. Mal ohne Scheiß. Aber das machen wir jetzt. Wir piesen jetzt hier mit Vollgas, quasi Hypergalopp. Kriegen wir Raum und Zeit und fahren hier ins Dings, ins Dickicht.